Das Buch Henoch, das aus der Bibel verbannt wurde, enthüllt Geheimnisse unserer Geschichte. In einer der altägyptischen Chroniken, Kitat, steht, dass Henoch am Bau der großen Pyramiden beteiligt war. Oh shit. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Supported out, man, heute, oder was, na? Ich küsse euer Herz, aber alles gut. Wir ziehen durch. Herzen in den Chat, ich ziehe mir noch ein Video rein. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich küsse eure Herzen und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches heißt, das Buch Henoch, das aus der Bibel verbannt wurde, enthüllt Geheimnisse unserer Geschichte. Wir haben uns schon mal ein Video über das Buch Henoch reingezogen und ich fand das Thema sehr, sehr interessant. Und deswegen gehen wir auch in das Video jetzt rein. Es ist heute von Riddle.de. Seine Videos, vor allen Dingen die Effekte, Soundeffekte, Animations etc. pp. Finde ich immer sehr krass und spannend. Deswegen gucken wir es uns jetzt an. Gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben und den Kanal natürlich abonnieren. Erster Link in der Beschreibung. Rumble ist am Start, Freunde. Immer mehr Videos sind auf Rumble online. Also wenn ihr mehr Content von mir sehen wollt und mich unterstützen wollt, dann gerne Rumble abonnieren und auch mal auf Twitch vorbeikommen. Alles natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Eine wichtige Sache noch, die ich nicht vergessen darf zu erwähnen, ist, bitte wieder mehr Videovorschläge in den Discord reinschicken. Dafür wäre ich euch echt dankbar. Es ist wirklich so, also aktuell schicken eigentlich immer nur die gleichen Leute Videovorschläge rein und deswegen würde ich mich freuen, wenn wieder ein paar neue Leute ihre Videos, auf die ich reagieren soll, in den Discord reinfetzen. Ich küsse eure Zirbeldrüsen und ich würde sagen, es geht los. Wusstest du, dass die Bibel für die unterschiedlichen christlichen Konfessionen nicht dieselbe ist? Protestanten glauben an nur 66 heilige Schriften, während Katholiken 73 relevant finden. Aber es gibt auch einige religiöse Schriften, die der Vatikan gerne vergessen würde. Diese Texte heißen die biblischen Apokryphen. Warum? Weil die Geschichten... Das Ding ist, ich habe sowieso ein bisschen meine Probleme damit, eins zu eins die Dinge, die in der Bibel erzählt werden, zu glauben, weil halt ich mir schon mal eine Dokumentation auch reingezogen habe, wie die Bibel entstanden ist, die wir heute haben und wie die entwickelt worden ist und wer die geschrieben hat und wie viele Menschen da drin dabei involviert waren, zu entscheiden, was reinkommt, was nicht reinkommt und diese ganzen Sachen. Das ist halt nicht wirklich so eins zu eins das, was Jesus gepredigt hat, mehr oder weniger. Vor allen Dingen nicht das Alte Testament, aber auch nicht das Neue Testament. Und deswegen habe ich damit meine Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz fühle ich was, wenn ich mich mit dem Namen und mit dem Thema Jesus auseinandersetze. Also ich glaube schon, dass es jemanden gab wie Jesus. So, und dass der auch eine heftige Weisheit hatte und auch den Zugang zu Gott hatte. War er Gott in meiner Meinung nach? Nein, war er nicht. Für mich gibt es nur einen Gott und der ist nicht hier auf der Erde. Aber kann Gott zu Menschen sprechen? Ja. Und kann man als Mensch den Zugang zu Gott finden? Ja, weil jeder hat das Göttliche in sich. Jeder. Du musst nur richtig hinhören und dich frei machen und dann kannst du hinhören. Und ich glaube, es gibt Menschen, die halt diesen heftigen Zugang zu Gott hatten, weil sie sich frei gemacht haben und weil sie bewusst waren. Und ich kann mir vorstellen, dass es jemanden wie Jesus gab, der viele wichtige Dinge gepredigt hat, Dinge konnte, die die meisten Menschen heutzutage nicht mehr konnten, können. Und ja, das ist so meine persönliche Ansicht, aber ich habe ein bisschen Problem damit, wenn Menschen irgendwie versuchen, das in Bücher reinzuschreiben und da involviert waren und es auch Jahrhunderte oder Tausende später passiert ist und so, dann eins zu eins daran zu glauben, was diese Menschen da reinschreiben oder zugelassen haben, was reinkommt und was nicht. Weißt du, wie ich meine? Es ist so, ja, schwierig für mich persönlich. Aber gucken wir mal, was hier erzählt wird. Buchstäblich das Gegenteil von dem sind, was uns seit Jahrhunderten erzählt wird. Ich schätze, Millionen von Menschen hätten nie die Lehren Jesu ernst genommen, wenn er jähzornig, egoistisch und ein Frauenhasser gewesen wäre, nicht wahr? Doch genau so wird der Erlöser im Thomas-Evangelium beschrieben. Das Barnabas-Evangelium hingegen sagt, dass Christus nur ein Sterblicher war und nicht der Sohn Gottes. Während des letzten Abendmahls sprang er angeblich aus dem Fenster und entkam, und Judas Iskariot wurde an seiner Stelle gekreuzigt. Ein ziemlich fragwürdiges Vorbild, oder? Das ist halt krass, ne? Wie viele verschiedene Perspektiven es eigentlich gibt. Und ich habe das halt, wir können uns gerne mal diese eine Dokumentation von, wie heißt er nochmal? Maurer. Von dem haben wir uns auch schon was über Tiere reingezogen. Der hat eine lange Doku über die Bibel gemacht. Und da wird auch beschrieben, dass derjenige, der auch damals die Bibel verfasst hat, so Probleme damit hatte, die ganzen Bücher zusammenzubringen und dass sie sich teilweise widersprochen haben und
Dann wurde halt von der Kirche gesagt, ja, dann musst du das irgendwie umschreiben und das rauslassen und das, dies, das. Und das ist halt dann schon wieder so, das ist dann nicht mehr eins zu eins das, was wirklich damals erzählt wurde. Und selbst das, was damals erzählt wurde, weißt du ja nicht, ob das der Wahrheit entspricht. So, ist halt wirklich schwer, das zu verifizieren. Aber im Vergleich zu diesem Text, der aus der Zeit des Alten Testaments stammt, erscheinen selbst die bizarrsten Apokryphen nun irgendwie real? Aus dieser heiligen Schrift erfahren wir, dass die Engel aus Fleisch und Blut waren, dass die ersten Raumflüge vor unserer Zeitrechnung stattfanden und dass Gott eigentlich ein Wesen aus einer anderen Welt ist. Aber warum könnte das Buch Henoch trotz all dieser unglaublichen Enthüllungen wahr sein? Miese Recherche, Freunde. Die Khan hält das Buch Henoch für völligen Unsinn. Aber kann das sein? Weil es tatsächlich wertvolle Informationen enthält, die für die moderne Kirche unbequem sind? 1946 fanden Teenager aus Palästina Töpfe voller alter Handschriften in einer abgelegenen Höhle. Darunter befand sich das ursprüngliche Buch Henoch, das für die Bibelkenner nicht neu war. Der Text widmet sich in 5 Versen einem Mann namens Henoch. Aus ihnen erfährt der Leser, dass er ein gewöhnlicher, rechtschaffener Mann war, ein Nachkomme von Adams und Evas Sohn Seth. Angeblich lebte Henoch im 3. Jahrtausend vor Christus und verbrachte nur 65 Jahre auf der Erde. Laut des Buchs Genesis verbrachte er dann aber weitere 300 Jahre und ging mit Gott. Theologen streiten sich darüber, was genau dieser Ausdruck bedeutet. Kürzlich haben Bibelwissenschaftler eine neue, unterhaltsame Theorie aufgestellt, über die wir aber erst später sprechen werden. Schließlich wird in anderen antiken Quellen erwähnt, dass Henoch kein gewöhnlicher Mensch war, als er auf der Erde lebte. In einer der altägyptischen Chroniken, Kitat, steht, dass Henoch am Bau der großen Pyramiden beteiligt war. Oh shit. Außerdem ist... Wir sind da, Freunde. Ich hoffe, ihr habt die Alufolie schon ausgepackt, ja? Und mal eine kleine Lage um den Kopf rumgewickelt, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Okay. Sein Name auf dem Welt-Blundell-Prisma, einem alten sumerischen Artefakt, eingraviert, das die Namen der großen Herrscher der damaligen Zeit enthält. Könnte es sein, dass Henoch durch solche Verbindungen erfuhr, was in der Bibel nur kurz erwähnt wird? Aber warum missfiel dem Vatikan seine Schrift so sehr? Das gesamte Buch Henoch konzentriert sich auf die alttestamentliche Vorgeschichte, also die Zeit vor der Sintflut. Der erste Teil handelt von der Erschaffung der Welt und den ersten Menschen Adam und Eva. Trotz einiger Abweichungen... Das ist auch ein richtiger Kopfhick, wenn du darüber nachdenkst, wie sind die Menschen eigentlich entstanden, weißt du? Das ist so krass, wenn du dann nur mal versuchst, so reinzudenken, wie sind die ersten Menschen entstanden? Also ich zum Beispiel bin überzeugt davon, beziehungsweise glaube nicht an die Evolutionstheorie, dass wir uns aus dem Meer entwickelt haben und dass quasi, ja keine Ahnung, so Evolutionsstufen voranschreiten können, dass Meereslebewesen auf einmal Erdlebewesen werden und Affen Pinguine werden und Pinguine dann, keine Ahnung, weißt du, wie ich meine? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Macht für mich logisch und gefühlstechnisch keinen Sinn. So. Und dann muss man halt weiter gucken. Was könnte noch gewesen sein? Adam und Eva Geschichte, okay. Ist auch halt, ist halt schwierig, so sich hinzusetzen und zu sagen, ja, das war hundertprozentig so. Ohne da gewesen zu sein. Weißt du, was ich meine? I don't know. Also YouTube, gerne mal eure Theorie, wie die Menschen entstanden sind, unten in die Kommentare reinhauen. Das würde mich mal interessieren. Was denkt ihr, wie die Menschen entstanden sind? Stimmt dieses Fragment vor allem mit den kanonischen biblischen Schriften überein? Aber dann erzählt Henoch von Ereignissen, die aus irgendeinem Grund nicht in die Bibel aufgenommen wurden. Das Buch Genesis, das alle Christen kennen, erzählt uns zum Beispiel, dass Mädchen von der Erde anfingen, Söhne Gottes zu heiraten. Mädchen von der Erde anfingen, Söhne Gottes zu heiraten? Infolgedessen wurden riesige Kinder geboren. Oh shit, das ist diese Riesentheorien auch und so, ne? Henoch jedoch widmete einen ganzen Abschnitt seines Werkes etwas, das in der Bibel nur ein paar Zeilen umfasst.
So riesenartige Menschen werden ja in vielen Schriften erwähnt, glaube ich auch im Koran, oder? Was geschah wirklich zu dieser Zeit auf der Erde? Henoch behauptete, dass die Söhne Gottes die gefallenen Engel waren, die er als Nephilim betitelte. Eines Tages rebellierten diese Engel gegen Gott und beschlossen, nicht in den Himmel zurückzukehren, sondern mit den Menschen zu leben. Das ist halt crazy, Mann. Das können wir uns als Menschen halt gar nicht richtig vorstellen, so, weißt du? Weil das ist so weit hergeholt und weiß ich nicht. Natürlich, man kann seine Fantasie anschmeißen und dann gucken so, okay, crazy und so. Aber es fällt mir persönlich voll schwer zu glauben, dass Engel irgendwie auf die Erde gekommen sind und weiß ich nicht. Und sich dann mit Menschen gepaart haben oder so und dann neue Menschen entstanden sind, die dann Riesen waren und so. Ich weiß nicht, ich habe da ein Problem mit, aber das liegt auch daran, weil ich halt sehr realistisch unterwegs bin und Dinge immer gerne sehe und anfasse, beziehungsweise auch ein bisschen auf mein Gefühl höre und ich fühle das halt nicht, dass es so gewesen ist, aber man weiß es natürlich nicht, kann er euch nichts beweisen oder so, weißt du? Und für mich ist halt Gott auch kein Wesen, also für mich ist Gott Gott kannst du nicht anfassen oder so, weißt du? Für mich ist Gott kein Mann, der im Himmel sitzt und alles steuert. Und da sind auch keine Engel, die so aussehen wie Menschen mit Flügeln und dann für Gott arbeiten und solche Geschichten. Also so wie das in der Bibel und so beschrieben wird, weißt du? Das ist es für mich halt nicht. Des göttlichen Verbots befahl der Anführer der Nephilim, Semjasa, ihnen, den Menschen all ihr geheimes Wissen zu vermitteln. Aber vielleicht ist es auch so, ne? Also es ist nur, was ich aktuell fühle oder denke so. Für mich ist Gott mehr so... Für mich ist Gott irgendwie alles, weißt du? So, keine Ahnung, ich glaube, Gott manifestiert sich überall, in jedem Tier, in jedem Menschen, in der Natur, in jedem Baum, in jeder Pflanze, in allem, so. Und ich glaube nicht daran, dass Gott irgendwie extern ist, sondern ich glaube, dass Gott überall ist und auch in uns ist und dass wir auch darauf zugreifen können, so, weißt du, wie ich meine? Das ist so, so ist er mein Glaube aktuell. Astronomie, Metallurgie, Magie und Medizin. Doch diese Wissenschaften führten nur zur Vermehrung der Ungerechtigkeit. Diejenigen, die das neue Wissen schneller beherrschten, begannen, andere zu unterdrücken. Krass, was hat er gesagt? Elim Semjasa ihnen, den Menschen all ihr geheimes Wissen zu vermitteln. Astronomie, Metallurgie, Magie und Medizin. Doch diese Wissenschaften führten nur zur Vermehrung der Ungerechtigkeit. Diejenigen, die das neue Wissen schneller beherrschten, begannen, andere zu unterdrücken. Außerdem wurden die Nephilim selbst zu einer Quelle der Sünde. Jeder von ihnen verführte eine Frau von der Erde. In solchen Verbindungen wurden riesige Kinder geboren. Aber die Ressourcen der Erde reichten nicht aus, um so viele Giganten zu ernähren. Bald wurden sie zu Tyrannen, die Menschen unterdrückten. Und einige praktizierten sogar Kannibalismus. Nach Henochs Version musste Gott deshalb die Flut lostreten, um diese Riesen loszuwerden und die Harmonie auf der Erde wiederherzustellen. Interessanterweise wurde diese ganze Geschichte vor Jahrzehnten als wahr angesehen. Echt? Einige Zeilen aus der alten Heiligen Schrift werden sogar in der kanonischen Epistel von Judas zitiert. Außerdem haben die Vertreter der äthiopisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche das Buch Henoch immer noch als festen Bestandteil der Bibel betrachtet. Krass. Ist nicht die älteste Bibel auch aus Äthiopien? Aber der Vatikan konnte einfach nicht akzeptieren, dass die Sünde von göttlichen Geschöpfen auf die Erde gebracht wurde. Schließlich gilt im Christentum traditionell nur der Mensch als Quelle der Sünde. Den meisten Klerikern missfiel das Buch Henoch so sehr, dass sie begannen, es... Vielleicht waren es auch einfach Außerirdische, so weißt du? Vielleicht waren es ja Menschen von einem anderen Planeten oder Lebewesen oder Wesen von einem anderen Planeten, so. Die einfach mehr Fähigkeiten hatten und sich dann gepaart haben mit Menschen und so. Ist ja auch die Theorie, dass wir eigentlich ein Mix sind aus Aliens und Menschen. Quasi so, weißt du, was ich meine? Kann auch sein. Als minderwertig zu betrachten. Und es wären ja trotzdem göttliche Wesen. Für mich ist jeder ein göttliches Wesen, auch von einem anderen Planeten, weil Gott, wie gesagt, alles in 98 oder überall drin ist.
veröffentlichte der britische Forscher Henry Heyman eine Untersuchung, in der er behauptete, dass der uralte Text nicht von Henoch selbst, sondern von einem Dutzend unbekannter Autoren fernab der Religion geschrieben wurde. Verschwörungstheoretiker. Die Kontroverse um die Heilige Schrift ist bis heute nicht abgeklungen. Ach krass, also es gibt die Theorie, dass sich da Leute zusammengetan haben, die einfach ein Buch geschrieben haben und dann gesagt haben, aha. Erst kürzlich, im Jahr 22, veröffentlichte Tomorrow's World einen Artikel, in dem das Buch Henoch als Fälschung bezeichnet wurde. Aber würden die Vertreter des Vatikans so sehr versuchen, die alte Schrift zu widerlegen, wenn sie sich nur in Details von der offiziellen Version der Bibel unterscheiden würde? Vielleicht verbirgt das Buch Henoch noch viel mehr Geheimnisse und die historischen Ungereimtheiten sind nur eine gute Ausrede, um von ihnen abzulenken. Auch geiler Film hier, Da Vinci Code oder Illuminati, eins von den beiden Filmen hier. Es waren starke Filme. Zumal dieser uralte Text perfekt mit anderen Geschichten aus der Antike übereinstimmt. In seinem Werk beschrieb Henoch die Kinderriesen der Nephilim so detailliert, als hätte er die Möglichkeit gehabt, persönlich mit ihnen zu verkehren. Und neuere Entdeckungen deuten darauf hin, dass diese fantastische Annahme gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt sein könnte. Außerdem werden riesige Männer nicht nur in griechischen Mythen und im Alten Testament erwähnt, sondern in Hunderten von Geschichten auf der ganzen Welt. Und einige von ihnen haben verblüffende Ähnlichkeit mit den Ereignissen. Der hat einfach zwei Köpfe, der Maniac. Die Henoch beschrieb. Zum Beispiel glaubten die Menschen der zentralafrikanischen Stämme, dass ihre gesamte Familie von einem Riesen abstammt, Mombo, den sie später als Gott verehrten. Den Legenden zufolge schickte Mombo auch Boten auf die Erde, um die Schöpfung der Welt zu vollenden und den Menschen zu helfen. Aber einige von ihnen versagten bei ihrer Aufgabe, genau wie die Nephilim, wie Enoch berichtet. Etwas Ähnliches finden wir übrigens auch in der chinesischen Mythologie, obwohl diese Regionen tausende von Kilometern voneinander entfernt sind. Dort schuf der Riese Pangu die Welt, indem er das endlose Chaos mit einer riesigen Axt zerhackte. Dadurch entstanden zwei gleiche Teile der Welt, die sich gegenseitig ausglichen, Yin und Yang. Krass, wusste ich nicht. Pangu beauftragte seine Assistenten, die Welt zu organisieren und stieg in den Himmel auf. Glaubst du nicht, dass all diese Geschichten unterschiedliche Interpretationen derselben Ereignisse sind? Kann möglich sein. Dann lesen wir in Henoch, wie der zornige Herr den Nephilim befahl, von denen, die ihn nicht verrieten, in die Finsternis gebracht zu werden. Erinnert dich das an etwas? Ganz genau. Die griechischen Titanen der Antike. Wie die Nephilim stritten sie sich mit dem Hauptgott Zeus und wurden später gestürzt und in den dunklen Abgrund gesperrt. Tartarus. Und sie waren auch Giganten. In vielen Sprachen sind die Wörter Titan und Riesen. Wer von euch glaubt daran, dass es mal Riesen gab? Eins in den Chat. Diese immer noch gleichbedeutend. Es scheint eine direkte Verbindung zwischen Henochs Geschichte und dem alten griechischen Glauben zu geben. Aber warum werden dann in der offiziellen Bibel praktisch keine prähistorischen Riesen erwähnt? Könnte es sein, dass die Kirche die Tatsache verbergen will, dass Riesen früher viel mehr Macht hatten? In vielen Geschichten der amerikanischen Folklore werden nicht nur Riesen erwähnt, sondern es heißt, dass sie einst Seite an Seite mit den Menschen lebten. Crazy. Ich hab vor, so ein Riese steht vor dir. Digga, krass. Und genau in dieser Gegend haben Archäologen einmal etwas Interessantes entdeckt. Bei der Ausgrabung eines der Grabhügel sahen die Forscher ein unglaubliches Bild. In der Mitte des Hügels lag ein Skelett, das eine Länge von über zwei... Und die wurden dann ausgelöscht quasi durch die Flut, oder was? Einhalb... Weil dann sonst müsstest du ja heute noch geben. Hatte. Der Verstorbene trug geschmiedete Kupferarmbänder an jedem Handgelenk und eine schwere Halskette auf der Brust. Es war offensichtlich, dass... Hier, hast du gesehen? Handgelenk und eine schwere Halskette auf der Brust. Wer sieht's? Wer sucht, der findet. Wer sieht's? Yes. Lovelock. Lovelock Cave Artifacts. Da ist er. Ich bin einfach Teil von dem Video, bruv.
Vielleicht bin ich auch ein Riese. Vielleicht verheimliche ich euch. Vielleicht verheimliche ich euch irgendwas, Freunde. Und bin deswegen so mies am Recherchieren. Versuch durch die Blume euch irgendwas zu sagen. Du bist gefährlich, Bruder. Es war offensichtlich, dass dieser Riese in alten Zeiten geehrt worden war. Aber das Interessanteste war, dass mindestens... Der Name Lovelock ist überall, falls euch das nicht aufgefallen ist. So. Es gibt eine Straße in Deutschland, die heißt Lovelock. Es gibt Höhlen in Amerika, die heißen Lovelock Caves. Das ist schon krass, ne? 10 weitere normale Menschen in der Nähe begraben wurden, ohne teuren Schmuck. Die Wissenschaftler hatten den Eindruck, dass sie die Bestattung des Riesenmonarchen und seiner engsten Untergebenen gefunden hatten. Bedeutet das, dass vor 1000... Der eine Bruder sagt, der Emre sagt, das ist schon ein krasser Zufall. Glaubst du an Zufälle, mein Jutster? Mein Jutster Bester? Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Zufälle? Gibt's Zufälle überhaupt? Everything happens for a reason. Von Jahren Riesen über die gesamte Menschheit herrschten? Diese Vermutung wird vom Vatikan sicherlich nicht unterstützt, aber sie wird im Buch Enoch bestätigt. Trotz aller Verbote Gottes verehrten die Menschen die Riesen, die Kinder der Nephilim, weil sie tatsächlich auch halbgöttlich waren. Einige Forscher vermuten, dass manche Riesen die Sintflut überlebten und dann von den Menschen erneut zu ihren Herrschern ernannt wurden. Wo sind die jetzt? Könnte es das sein, was der Vatikan seit Jahrhunderten vor uns verbirgt? Oh shit, die hängen im Keller vom Vatikan ab, sagst du, oder was? Oder kann der Grund für die Abneigung der Priester gegen das Buch Henoch noch tiefer gehen? Schließlich behauptete der Autor des uralten Textes, es gibt ja noch mehrere Bücher, nicht nur Henoch, die verbannt wurden, oder? Dass die Nephilim keine gefallenen Engel, sondern Außerirdische aus dem Weltall gewesen sein könnten. So. Und wenn du denkst, dass das für einen Mann, der vor 5000 Jahren lebte, eine zu fantastische Aussage ist, dann warte, bis er dir die erstaunlich genauen Fakten über die Struktur des Universums erzählt. Laut der Bibel war Henoch einer der ersten Menschen auf der Erde. Es wäre vernünftig anzunehmen, dass die Menschheit zu dieser Zeit nichts über die Eigenschaften der Himmelskörper wusste. In seinem Buch beschreibt Henoch jedoch einige astronomische Fakten. Echt? Eines der Kapitel seines Werkes heißt Himmlische Lichter. Darin erklärt der Autor, dass die Sonne und der Mond bestimmte Tore durchschreiten. Er weiß, dass der Erdtrabant nicht selbst leuchtet, sondern das Sonnenlicht nur reflektiert. Und je nachdem unterscheidet er verschiedene Mondphasen. Solche Beschreibungen führen zu 2 unglaublichen Schlussfolgerungen auf einmal. Henoch hat nicht nur verstanden, dass unsere Erde eine Kugel ist, sondern auch... Also ich kenne einige Kandidaten, die dir da jetzt gerade widersprechen würden, mein Jutster. Na? Dass sie sich um die Sonne dreht. Wir sind jedoch daran gewöhnt zu glauben, dass so etwas erst im 16. Jahrhundert von Nikolaus Kopernikus... Einen kenne ich, der sagt weder noch. Ich kenne ein paar Kandidaten hier im Chat, die ganz klar sagen nein. Das Ding ist nicht rund. Oder? Wo sind sie? Und Galileo Galilei diskutiert wurde. Außerdem beschreibt Henoch in seinem Werk auch die Merkmale, nach denen man die Sterne am besten... Da, guck mal, da kommen sie doch jetzt hier langsam. ...klassifizieren kann. Seiner Meinung nach sollten die Gestirne unterschieden werden nach Gewicht, Licht und die Amplitude ihrer Plätze von unserem Planeten zu einem bestimmten Himmelskörper. Aber das ist genau die Art und Weise, wie Astronomen heute Sterne typisieren. Tschüss, Digga, einige hier sind richtig überzeugt davon, ne? Niemals rund und so, ihr seid heftig drin im Kaninchenbau, sag ich dir, so wie es ist. Ich bin ja schon tief drin, aber das ist next level, bruv. Ich glaube, die Erde ist rund, sag ich dir ehrlich. Ich leg mich da fest. Ich glaube, die Erde ist rund, bruv. Wirklich jetzt. Nach ihrer systematischen Größe, ihrer Helligkeit und ihrer Entfernung von der Erde.
Auf einigen Seiten der alten Schriften finden sich genaue Berechnungen, die mit den modernen Beobachtungen übereinstimmen. Henoch entwickelte ein ganzes System, mit dem er die Positionen von Sonne und Mond. Redman sagt gerade, sogar in der Bibel gibt es Hinweise zur flachen Erde. Ja, Bruder, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ding wurde geschrieben von Menschen, so, weißt du, wie ich meine? Das ist nicht das Wort Gottes, meiner Meinung nach. Und deswegen, das ist jetzt für mich keine Quelle, wo ich sage, ja, wenn das da drin steht, dann ist das so. An jedem Tag des Jahres berechnete. Und das ist auch heute noch gültig. Aber woher hatte Henoch all dieses Wissen? Denn selbst wenn wir davon ausgehen, dass seine intellektuellen Fähigkeiten seiner Zeit um mehrere Jahrtausend voraus waren, konnte er nicht einfach durch... Boah, Digga, stell dir mal vor, du stehst da so und guckst so in die Sonne rein, Alter. Die Beobachtung des Nachthimmels von der Erde... Geil, Mann, die Zeit damals, wo wir noch mit der Natur verbunden waren, muss so geil gewesen sein, also so anders gewesen sein vor allen Dingen. ...aus zu diesen Schlussfolgerungen kommen... Dazu hätte er sich zumindest in der Umlaufbahn unseres Planeten befinden müssen. Und vielleicht ist genau das passiert. Oh shit. Aber was ist mit diesem Gürtel? Wie hieß da nochmal der Gürtel? Fuck, wie hieß der Gürtel nochmal? Ich vergesse immer diese Van Allen, irgendwie sowas. Einer der Abschnitte erzählt Henoch von der Schatzkammer des Lichts und des Donners. Ein seltsames Phänomen der Erdatmosphäre, bei dem sich leuchtende Energie zwischen den Wolken ansammelt, die später während eines Gewitters auf die Erde fällt. Natürlich bezieht sich der Autor auf gewöhnliche Blitze, aber von der Erde aus ist es sicherlich unmöglich zu sehen, wie sie entstehen. Die Astronauten auf der Raumstation im Orbit haben jedoch die Möglichkeit, dieses Phänomen jeden Tag zu beobachten. Henoch selbst behauptete, dass ihm dies alles vom Höchsten oder Gott gesagt wurde. Einmal hatte er sogar die Ehre, den Palast des Höchsten zu besuchen. Henoch schrieb, dass die Wände und der Boden dort aus verspiegeltem Kristall waren und er von... Das ist so, also... Ich glaube, die haben dann damals einfach, weiß ich nicht. Also die sagen wirklich, dass der einen Tempel hatte und dass es jemand war, den man sehen konnte und so. Also das ist crazy. Vielleicht waren das wirklich Außerirdische und die haben gedacht, dass es Gott ist. Und die haben die vergöttert und denen zugehört und alles gemacht, was die gesagt haben und so. Vielleicht waren es wirklich, vielleicht hat Erich von Däniken recht, meine lieben Freunde, ja. Wer weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß den Scheißdreck. Ich höre mir das alles an und versuche das irgendwie zu verstehen, aber teilweise sind die Dinge so weit weg von meinem eigenen Verständnis, dass ich gar nicht mehr richtig weiß, was ich dazu sagen soll, Digga. Weißt du, was ich meine? So crazy. Einem Licht erleuchtet wurde, das hell wie Feuer, aber kalt wie Schnee war. Diese Beschreibung hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit unserer üblichen modernen künstlichen Beleuchtung. Meinst du nicht? Aber das Erstaunlichste ist, dass der Palast des Höchsten in der Luft schweben konnte. Henoch reiste zu ihm und konnte mit eigenen Augen sehen, dass die Erde rund ist und sich um die Sonne dreht. Es ist ja interessant. Nein, der Chat sagt nein. Der Chat sagt, Erde ist flach. Dass es in dem alten indischen Epos ein Bild von Vimana, einem leuchtenden fliegenden Palast, gibt, der bei Bedarf zum Zufluchtsort für verschiedene Gottheiten werden konnte. Wenn wir die Fragmente des Buches Henoch mit hinduistischen Mythen vergleichen, scheint es, als würden sie dasselbe Phänomen beschreiben. Aber Henoch konnte sich nicht in einem so abgelegenen Teil der Welt befinden. Aber der fliegende Palast hätte wahrscheinlich keine Probleme gehabt, so schnell so weit zu reisen. Ist das ganze Buch Henoch also kein religiöser Text, sondern eine detaillierte Beschreibung einer Begegnung mit Außerirdischen? Könnte das der Grund sein, warum es dem Vatikan so missfiel? Jeder Christ würde zustimmen, dass Engel und Gott jenseits der Welt der Sterblichen leben. Aber das Buch Henoch fügt dieser Vorstellung einige wahrhaft. Aber wenn die leben können, dann können die doch auch sterben, weißt du? Ich meine, das macht für mich keinen Sinn. Gott kann nicht sterben. Geht nicht. Deswegen lebt er auch nicht. Weißt du, was ich meine? So im Dingssinne? Außerirdische Details hinzu. Erinnerst du dich an die rätselhafte biblische Formulierung, dass Henoch 300 Jahre lang mit Gott ging? Das war seine Weltraumreise mit dem Herrn. Gott ist einfach nur.
Das Buch Henoch beschreibt, wie die Engel ihm zuerst halfen, sucht den Unterschied zwischen Engel und Alien, in einer speziellen Lösung zu baden, die nach Weihrauch roch, und ihm dann ein göttliches Gewand gaben. Es war Schwurbliden, Bro. So schneeweiß, dass es Licht auszustrahlen schien. Erst dann erlaubte der Herr Henoch seinen geheimnisvollen Palast zu betreten. Man kann leicht zu dem Schluss kommen, dass es sich hier um eine bildliche Darstellung handelt, die die Läuterung des rechtschaffenen Gläubigen vor der Begegnung mit dem Herrn symbolisiert. Aber das ist nicht der Originaltext des Buches Henoch. Zuerst war der alte Text im 18. Jahrhundert in Europa bekannt, als ein Reisender in Ägypten eine Kopie fand. Es wurde versucht, ihn aus dem Hebräischen ins Englische zu übersetzen, vom Theologieprofessor Richard Lawrence. Aber einige der Ausdrücke im Buch Henoch waren für ihn völlig unverständlich. Lawrence war nicht verwirrt. Er ersetzte einfach alle seltsamen Ausdrücke durch seine eigenen Worte und warf einige Passagen raus. Als der Haken an der Sache aufgedeckt wurde, versuchten andere Forscher den Text auf ihre Weise zu übersetzen, machten die Sache aber nur noch schlimmer. Mit jeder neuen Version des Buches Henoch gab es mehr und mehr freie Interpretationen und beliebte Thesen der Zeit. Das führte dazu, dass ganze Passagen modernen Predigten ähnelten, während das ursprüngliche Buch Henoch weiter im Dunkeln blieb. Doch auch das, was übrig geblieben ist, lässt sich entziffern, wenn du den Text aus einem ungewohnten, nicht religiösen Blickwinkel betrachtest. Stell dir vor, du lebst vor unserer Zeitrechnung und plötzlich beschließen Außerirdische, dich zu besuchen. Mit welchen Worten würdest du später einen solchen Besuch beschreiben? Du wärst nicht in der Lage zu sagen, dass das Raumschiff zum Beispiel aus Plastik war, wenn du so ein Material noch nie gesehen hättest. Wahrscheinlich würdest du versuchen, das Geschehen mit einfachen und klaren Metaphern oder mythischen Bildern zu beschreiben. Aber genau das ist doch, was Henoch getan hat. Er beschrieb einfach, so gut er konnte, die unglaublichen Ereignisse, die ihm widerfuhren, und der religiöse Hintergrund tauchte erst viel später im Text auf, weil zahlreiche Übersetzer ihn unterschiedlich interpretierten. So verwandelten sich die außerirdischen Astronauten in Engel und Cherubim, ihre Kapitäne wurden zu Erzengeln und der oberste Befehlshaber war der Herr. LED-Lichter wurden zu kaltem Feuer. Es ist, also, wenn das, also, wenn man da sich reindenkt und das so, diese Perspektive annimmt, die er gerade annimmt, und das Henoch-Buch so für voll nimmt, so, dann könnte das schon stimmen, Digga. Weißt du, wie ich meine? Also, diese Interpretationsweise passt dann schon, finde ich, zu irgendwelchen Außerirdischen, die hergekommen sind. Die Frage ist halt nur, ob es das Buch überhaupt gab, ob irgendwelche Leute das Buch einfach erfunden haben, einfach irgendwas geschrieben haben. Komischerweise aber auch andere Kulturen von ähnlichen Ereignissen sprechen so. Das ist schon eine Sache, die wild ist. Hitzebeständige Lackplatten zu Spiegelkristallen und Raumschiffe zu fliegenden Palästen. In diesem Fall wird die Szene, in der Engel Henoch mit Weihrauch waschen und ihn in ein schneeweißes Gewand verwandeln, zu einer notwendigen Desinfektion eines Erdlings bei der Ankunft an Bord. Von seinem Wechsel in einen Raumanzug. Und NASA ist fake. Moderne Raumanzüge sind tatsächlich komplett weiß. Das passt perfekt zu Henochs ungewöhnlichem Wissen über verschiedene Himmelskörper. Es scheint, dass die außerirdischen Engel ihm eine ganze Tour mit einem Vortrag gaben, von dem der antike Autor nicht alles verstand und aufschrieb, was er konnte. Aber eine Frage bleibt immer noch ungelöst. Wir sind es gewohnt zu denken, dass Außerirdische eine ganz andere Lebensform sein müssen. Intellektuelle Reptiloide oder riesige sprechende Felsen. Warum beschreibt Henoch dann die gefallenen außerirdischen Engel als humanoide Wesen? Wie hat er es überhaupt geschafft, mit ihnen zu kommunizieren? 1984. Meint ihr, wenn es Leute gibt, die auf einem anderen Planeten wohnen, also Lebewesen, Aliens quasi so, ne? Meint ihr, die sehen dann so ähnlich aus wie wir? Oder denkt ihr, das ist was komplett anderes, als was wir sind? Oder glaubt ihr, es gibt verschiedene Arten von Aliens? Veröffentlichte der britische Astrophysiker Fred Hoyle ein Buch mit dem Titel Evolution from Space. Darin schlug er vor, dass das Leben zuerst außerhalb der Erde entstanden sein könnte. Diese außerirdische Zivilisation hatte sich so weit entwickelt, dass sie bereit war, andere bewohnbare Planeten zu besiedeln.
Nach Hoyles Ansicht ist so die Menschheit entstanden. Das heißt, die Menschen sind in Wirklichkeit keine neue Lebensform, sondern diejenigen, die schon lange vorher außerhalb unseres Planeten existierten. In diesem Fall sind wir alle nur ein verschollener Zweig einer außerirdischen Zivilisation im Weltraum. Und auch wenn das besondere Klima und die Millionen Jahre der Evolution unser Aussehen verändert haben, sind gewisse Ähnlichkeiten mit unseren kosmischen Vorfahren noch immer nicht verschwunden. Ist das nicht der Grund, warum Hannock die gefallenen Engel nicht als Menschen, sondern als humanoid bezeichnete? Das heißt, sie waren wie wir, aber ein bisschen anders. Dieselbe Theorie kann auch den Kontakt der Nephilim mit unseren Frauen erklären. Denn wenn wir alle vom selben Vorfahren abstammen, könnten Frauen von der Erde durchaus Kinder von Außerirdischen haben. Schließlich gibt es in unserer DNA Spuren von Neandertalern, was bedeutet, dass Mischehen zwischen menschlichen Spezies keine Fantasie, sondern Realität sind. Und wenn wir schon mal da... Ach du Scheiße, das ist ja mies, der Gehirn. ...sind, Signale in den Weltraum zu senden, versuchen wir tatsächlich nicht mit einer anderen Lebensform, sondern mit unseren entfernten Verwandten Kontakt aufzunehmen? Natürlich halten sowohl der Vatikan als auch seriöse Historiker das alles für Hannocks Fantasie, oder? Ja, für mich ist auch schwer, das vollzunehmen, was hier erzählt wird, sage ich euch ehrlich. Ich habe da ein bisschen Probleme mit so. Mir zu. Also ich ziehe das mehr rein wie so Science Fiction, mehr oder weniger. Und denke mir im Hinterkopf, okay, könnte. Ich versuche manchmal das so für mich zu verarbeiten und so die Anhaltspunkte zu finden, die eventuell stimmen könnten und so, aber das verwirrt mich mehr. Weißt du, wie ich meine? Es fickt ein bisschen meinen Kopf, deswegen. Ist besser, sich das so als Entertainment mehr oder weniger als Science-Fiction reinzuziehen, sage ich dir ehrlich. Sogar für eine bewusste Fälschung. Doch es gibt tatsächlich weitere Bestätigungen für das Buch Hannock. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es ist halt immer so, weil der Typ, der das Video macht, halt das so rüberbringt, als ob das die absolute Realität ist, weißt du? Und dann hat man immer ein bisschen so Schwierigkeiten und denkt, oh ja, man muss versuchen, das irgendwie zu rechtfertigen oder zu widerlegen und so, aber... Man muss erstmal gar nichts und zweitens ist das für mich auch es ist für mich zu weit von der Realität weg, dass ich da jetzt wirklich was zu sagen kann. Machte der amerikanische Astronom. Glaubt ihr an die Evolutionstheorie? Ich nicht. Wer glaubt an die Evolutionstheorie 1 in den Chat? Carl Sagan auf die ungewöhnlichen Mythen des Volkes der Dogon aufmerksam, das im westlichen Sudan lebt. Die Bilder in einigen der Geschichten unterschieden sich stark von denen, die für die Region typisch sind. Die Eingeborenen behaupteten sogar, dass ein echter Gott sie vor nicht allzu langer Zeit besucht und ihnen einige der Geheimnisse des Universums erklärt habe. Natürlich erschien das zunächst wie Hirngespinste. Es stellte sich jedoch heraus, dass in den frühen 30er Jahren ein europäischer Reisender in diese Gegend kam. Und da die Dogon noch nie jemanden wie ihn gesehen hatten, hielten sie ihn für ein übernatürliches Wesen. Was die Geheimnisse des Universums angeht, so wollte der Reisende den Stammesangehörigen offenbar... Bin ich der Einzige? Ja, offensichtlich. ...nur zum Spaß die Geschichte eines beliebten Buches über Sirius erzählen. Und als er ging, waren alle seine Geschichten zu unglaublichen Details angewachsen und zu echten Mythen geworden. Und das ist nur ein paar Jahrzehnte her. Wer weiß, vielleicht haben die außerirdischen Hannock auch nur ein Video auf ihrem eigenen Riddle-Kanal gezeigt. Was denkst du? Digga, ich denke, du hast meinen Kopf gefickt. Sag ich dir so, wie es ist. Also, mich würde auch interessieren, was ihr denkt. Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich küsse euer Herz. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, YouTube, meine Jutzten. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und tschüsschen. Peace out.